Ich freue mich jetzt, wir bleiben tatsächlich beim Thema KI und ich freue mich jetzt auf Maximilian Vogel. Er ist Co-Founder von Big Picture und wird über digitale Transformation und generative KI sprechen. Ein Thema, was uns, glaube ich, alle bewegt. Deswegen freue ich mich jetzt auf die Einordnung. Ja, super. Vielen Dank für die Einleitung. Maximilian Vogel, mein Name. Und ich freue mich, heute hier zu sein. Mein kurzer Talk ist über Einsatzmöglichkeiten generativer KI in Health and Care. Und mein Molekül ist sozusagen das Wort. Darum geht es jetzt. Warum stehen wir heute hier? Warum reden wir über KI? Hintergrund ist so ein bisschen die Entwicklung der letzten Jahre. Was sich in den letzten Jahren getan hat, das Wachstum der Modelle. Wenn wir da gemeinsam drauf gucken, dann sehen wir ein Wachstum von Faktor 3 oder 5 pro Jahr in den letzten Jahren von der Größe der einzelnen Modelle. Wenn wir das mal übersetzen auf unser eigenes Hirn, dann würde das bedeuten, wenn wir in den letzten Jahren mitgewachsen werden, wir hätten Hirne so groß wie Lastwagen. Also das, um einfach mal zu verdeutlichen, was sich da dementsprechend getan hat. Hirne so groß wie Lastwagen, das wäre ein bisschen unangenehm für uns alle, denke ich mal. In der KI dagegen ist dieses Größenwachstum umgeschlagen in eine neue Qualität der Sprachgenerierung und des Sprachverständnisses. Richtig erlebbar wurde es für Milliarden Menschen seit ungefähr einem Jahr, eigentlich fast genau ein Jahr, seitdem OpenAI mit ChatGPT rausgegangen ist. Der iPhone-Moment der AI. Viele Leute haben so ein bisschen das Grundgefühl, das ist so eine Weiterentwicklung, was sich da getan hat, ChatGPT und Co. von den klassischen NLU-Systemen. In Wirklichkeit haben die beiden fast nichts miteinander zu tun. Es sind beides KI-Systeme, das vereint sie vielleicht, aber von der Funktionsweise sind sie komplett anders. Sie müssen sich so ein klassisches NLU-System im Prinzip wie eine Jukebox vorstellen. Wenn Sie da den richtigen Button treffen, dann kommt auch ziemlich zuverlässig der richtige Text raus. Die generative AI entwickelt die Inhalte, generiert die Sprache komplett anders. Vielleicht eher, wenn man das so sagen kann, wie ein Mensch. Die kann im Prinzip jegliche Äußerungen verstehen und ist im Prinzip auch in der Lage, jegliche Äußerungen zu generieren. Nicht immer komplett richtig, das werden wir uns nachher noch kurz angucken. Auf Basis dieser Fähigkeiten haben die Modelle natürlich eine ganz andere Capability als das, was ich bei den klassischen NLU-Systemen auf der linken Seite sehe. Also erstmal haben die das halbe Internet gelesen, haben deswegen in unglaublich vielen Domänen sehr, sehr breites Weltwissen und brillieren in einer unglaublichen Menge von Anwendungsbereichen. Sie können natürlich Sprache verstehen und beantworten, können Dokumente lesen und extrahieren und sind auch in der Lage, wirklich kreative Sachen zu machen, wie Gedichte zu schreiben, Tweets und so weiter und so fort. Das hat am Ende dazu geführt, auch der Erfolg dieser generativen Modelle, dass die klassischen NLUs, die wir auf der linken Seite sehen, jetzt fast auch alle in diese Richtung weiterentwickelt werden. Auch Systeme, die wir entwickelt haben, die wir angefangen haben als klassische NLU-Systeme, werden typischerweise jetzt erweitert als generative KIs. Letzte Frage hier in dem ersten Part ist, wie kann man das in einem Health and Care Kontext nutzen? Wie bringen wir sowas zur Anwendung? Ich kann Ihnen drei Beispiele zeigen, die wir in der eigenen Entwicklung mit betreut haben, die so ein bisschen illustrieren, was die Möglichkeiten dafür sind. Da es jetzt ohnehin schon 5 ist, können wir langsam mit Fernsehen anfangen. Das ist hier der SWR. Mit den SWR aktuellen Nachrichten. Ich hoffe, es startet. SWR aktuell. Ein Heidenheimer hat mit Hilfe von künstlicher Intelligenz eine Uhr geschaffen, die mit genau solchen Erinnerungen zu einem gesünderen und längeren Leben verhelfen soll und zur Vorbeugung von Herzinfarkt und Schlaganfall. 100 Seniorinnen und Senioren in Baden-Württemberg haben diese Uhr schon.
Ich habe 100 Milliliter Wasser getrunken. Bestens. Damit hast du heute 1,4 Liter von 1,5 Liter getrunken. Weiter so. Die 86-jährige Elfriede Kopp aus Heidenheim hat sich an die intelligente Uhr an ihrem Handgelenk schon gewöhnt. Manche Beschwerden sind durch die Erinnerung zur Tabletteneinnahme und Aufforderung zum Trinken und Bewegen schon besser geworden. Ich habe also furchtbare Krämpfe gehabt, also es war also schrecklich. Und seit ich da drin, also ich vermute, dass es durch das ist, weil ich da jetzt immer daran erinnert werde. Weil meine Medikamente zum Nehmen, die habe ich auch immer vergessen. Und seitdem ist es besser, seit ich die Uhr habe, weil die einen daran erinnert. Ich kann nicht jeden Tag und zu jeder Sekunde beim Patienten zu Hause sein und auch das Ganze erfassen, wie es tagtäglich 24/7 ist. Und somit fand ich das ganz spannend, da tatsächlich ein zugelassenes Helferlein zu haben, was mir diese Arbeit abnehmen könnte. Für die Heidenheimerin ist die Uhr nicht mehr wegzudenken, denn die regelmäßigen Erinnerungen halten die alleinstehende Seniorin ein wenig auf Trab. Ups, bin ich jetzt zu weit? Da wird mir immer ganz warm ums Herz, wenn ich sowas ansehe. Ich hoffe, Sie haben auch alles verstanden, was hier im O-Ton gesagt wurde. Wir haben mit diesem System eine massive Lebenserleichterung für pflegebedürftige Menschen und Senioren geschaffen und eigentlich nur im Prinzip auf Basis einer sprachbasierten Lösung, die bestimmte Daten in sprachliche Interaktionen umsetzt. Die Software hat eine Vielzahl von Fähigkeiten, die Senioren und Pflegebedürftige im Alltag unterstützen. Das geht von Fragestellungen wie Sturzerkennung, Notruf, die eher klassisch implementiert sind, dann in die Fragen mit Dialogen zur Medikamenteneinnahme, mit Trinkgemeindern, mit ganz freien Sachen wie Notizen und Spielen, die hier umgesetzt sind. Die Lösung ist als Medizinprodukt zertifiziert und der Gründer Lutz Frick legt Wert darauf, das wirklich in Deutschland zu entwickeln und zu hosten. Das nächste Projekt, was ich einfach ganz kurz nennen oder vorstellen würde, ist vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Es ist eine Anwendung, die psychisch kranken Patienten, depressiven Patienten hilft, ihren Alltag zu bewältigen und gleichzeitig ein Monitoring für den Arzt oder Therapeuten dadurch gewinnt und bereitstellt. Hier auch eigentlich eine rein sprachbasierte Lösung, die auf Basis von Richtlinien und Dokumenten arbeitet und den Kern ihrer Fähigkeiten in einem empathischen Dialog entfaltet. Letztes Beispiel, Personal Health für Männer, natürlich sprachlich. Das ist ein sehr, sehr freier Dialog, den wir haben, auch wieder auf Basis von Richtlinien, der aber wirklich über alle Gesundheitsbereiche mit dem Fokus Männergesundheit gehen kann, wo ich mich von dem Tool eben beraten kann und dann die Aussage bekomme, hier wäre es vielleicht mal ganz gut, mit dem Arzt zu sprechen oder das und das zu machen, was ich in der Interaktion dementsprechend hier steuern kann. Was sind die Herausforderungen? Was stoppt uns noch davon, außer dass wir in Deutschland natürlich mit Technologie immer extrem vorsichtig umgehen, aber was stoppt uns davon, sowas breit auszurollen? Es gibt wirklich ein paar Kernherausforderungen, die wir in unserer Arbeit auch wirklich erlebt haben. Fünf habe ich hier mal identifiziert. Das erste ist die faktische Korrektheit. Sie kennen das vielleicht auch unter dem englischen Fachbegriff Hallucination. Es geht darum, dass die Modelle auf Basis ihres Pre-Trainings manchmal vollkommen falsche Antworten geben beziehungsweise sehr unvollständige, irreführende Antworten, was natürlich in dem medizinischen und Pflegekontext manchmal einfach nicht geht. Also die Antwort muss einfach stimmen, die muss richtig sein. Eine zweite Fragestellung, die sehr groß ist, ist die Lösungsintegration in existierende Lösungen, auch Legacy-Lösungen. Wie bringe ich meine Daten dementsprechend rein, die vielleicht nicht gut gepflegt sind, nicht gut strukturiert sind, unvollständig sind? Wie schaffe ich es, eine
hundertprozentige Verfügbarkeit zu machen. Die Uhr, die wir gerade gesehen haben, hat eine Notruffunktion. Die muss nicht nur 80% der Zeit funktionieren, sondern die muss eigentlich 100% der Zeit funktionieren, weil ich muss diesen Notruf immer verfügbar halten. Und das letzte, ein sehr wichtiges Thema ist Betrieb und Privacy. Wie kann ich das sicherstellen? Ich kann nicht auf alle Fragestellungen wegen der Zeit eingehen. Deswegen ganz kurz zur faktischen Korrektheit. Es gibt drei Methoden, um das wirklich sicherzustellen, dass das Modell wirklich immer und in jeder Situation eine richtige Antwort gibt. Das erste ist das Vorprocessing des Inputs. Was ich im Prinzip mache, ist zu sagen, auf Basis der Daten, die ich dem Modell zur Verfügung stellen kann, kann das Modell diese Frage gar nicht beantworten. Die muss ich zum Beispiel an ein deterministisches System oder an einen menschlichen Gesprächspartner weiterleiten. Das zweite ist die Generierung einer Antwort wirklich nur auf Basis von faktischem Knowledge. Das heißt, ich versuche zu verhindern, dass das Modell auf Basis seines allgemeinen Pre-Trainings im Internet irgendeine Antwort gibt, die zum Beispiel falsch sein kann, outdated sein kann, nur eine Meinung sein kann, aber keine faktische Aussage. Und das letzte ist, ich prüfe diese Aussage, die das Modell generiert, gegen eine Ground Truth, gegen etwas, von dem ich weiß, dass es richtig ist, zum Beispiel eine Behandlungsrichtlinie oder andere Daten, die ich dementsprechend habe, und kann dann sicherstellen, dass das auch funktioniert. Das mache ich aber nicht immer. Das mache ich nur in einer sogenannten faktischen Lane, also wenn es wirklich um faktische Fragestellungen geht. Ich mache vorher eine Klassifikation, und wenn ich sage, nee, es geht jetzt hier wirklich nur um empathischen Dialog, um einen diskursiven Dialog, um einfach nur zuhören und bestätigen, dann mache ich das natürlich nicht. Es wird grausam langweilig, der gesamte Dialog, wenn ich das da tun würde, weil das Modell sich dann immer in alle Richtungen absichern würde, bevor es eine Antwort gibt. Wie sieht eine Anatomie einer generativen AI-Lösung aus? Was ist das Wichtigste? Die meisten Leute würden sagen, das Wichtigste ist natürlich das Modell, das AI-Modell, ist ja eine AI-Lösung. Das ist nicht richtig. Das Modell wird zunehmend eine Commodity. Das bedeutet, ich muss in der Lage sein, in meinem Betriebssetting die KI auch auszuwechseln, und inzwischen kann ich das auch, ohne mein Setting massiv umzustellen und ohne qualitativ was an meiner Lösung zu machen. Also ich verwende es im Prinzip wie Datenbanken oder andere Lösungen, die man in der IT als Commodity bekommt. Wichtig ist das, was Sie auf der rechten Seite sehen, meine Betriebsarchitektur, meine Business-Architektur in den verschiedenen Layern, mein Datenlayer, mein Evaluation-Layer und natürlich das User-Interface. Das macht Ihre Lösung zu einer besonderen Lösung. Das macht sie eigentlich aus. Aber nicht das Modell, was Sie wahrscheinlich in 3 bis 6 Monaten gegen ein neueres Modell wechseln werden. Eine Fragestellung zu Betriebssicherheit, Datensicherheit und Datenschutz. Es gibt hier sehr viele verschiedene Aussagen, die Sie von verschiedenen Seiten hören können. Ja, sowas kann man mit der KI so in Deutschland gar nicht machen. Das ist ja gar nicht richtig erlaubt, bis hin zu, wenn wir mit dem Cloudhouse XY arbeiten, dann ist es alles kein Problem. Es ist nicht so einfach. Es gibt sehr viele verschiedene, ich habe Ihnen hier mal 7 gezeigt, Betriebsszenarien, die man unterscheiden kann und die auch einigermaßen weit verbreitet sind, von schwarz, so ein bisschen nicht 100% Compliance, bis oben in den weißen Himmel hoch. Es wird nach oben auch meistens deutlich aufwendiger. Die Basisanforderungen von der DSGVO, die reichen für den medizinischen Bereich in den meisten Fragestellungen in unserem Erleben nicht. Die Ansprüche der Kunden, der Stakeholder gehen eher in die Richtung, es muss zumindest alles, die Daten und das Modell in Deutschland gehostet sein. Das ist schon eine Mindestanforderung, die jetzt eigentlich nicht von der DSGVO vorgegeben wird, aber die eine Anforderung von den Stakeholdern ist. Königsklasse ist dann, wenn ich ein eigenes Modell, wenn ich kein Software as a Service mache, sondern ein eigenes Modell betreibe, wo ich wirklich auch dann ganz sicher bin, dass ich die komplette Datenhoheit habe, oder das auch, was manche machen, on-prem betreiben, also in ihrem eigenen Setup. Kurz noch zum Lebenszyklus der Innovationsentwicklung bei
bei AI, wir können 4 Phasen unterscheiden, eine Ideenskizze, eine POC-Phase, eine Beta-Phase und eine Betriebsphase, die hintereinander kommen. Wichtig ist, bei der Ideenskizze denken Sie ganz groß in der Vision, aber noch nicht in der ersten Umsetzung. Setzen Sie was Kleines dementsprechend um in einem Bereich, in dem Sie Skalierungsmöglichkeiten haben. Ansonsten haben Sie das Problem, wenn Sie was ganz Großes umsetzen wollen, nach 3 Jahren rauskommen, werden Sie von der Technik überholt sein, 100%. Da wird schon technische Lösungen geben, die weiter sind als das, was Sie gerade umsetzen wollen. Wenn Sie in den Proof of Concept gehen, denken Sie auch ein bisschen an Proof of Value, gucken Sie mit Kundeninterviews, macht es auch Sinn für die? Nächste Phase ist eine Beta, meistens eine geschlossene Beta mit Nutzern oder Patienten, wo Sie das an einer spezifischen Nutzergruppe wirklich über eine Zeit lang ausprobieren wollen und dann eben der produktive Betrieb, wo Sie in den Anwendungen wachsen können. Am wichtigsten ist wirklich, wie gesagt, schnell live zu gehen und die Bindung an einen bestimmten Provider klein zu halten, dass Sie später auch wechseln können, dass Sie sehen, wenn ein anderer schneller ist, bessere Services bietet, dass Sie auch hier schnell reinkommen. Letzte Fragestellung oder letzte Folie, einfach nur noch mal ganz kurz 11 Worte zu uns. Wir machen nicht nur Medizinprodukte, wir sind eine digitale Transformationsboutique aus Berlin. Wir werden eigentlich immer dann hellhörig, wenn es darum geht, Customer Experience, also Kundenerfahrung, Cutting Edge Technology und Biz Model und Process Transformation zusammenzubringen. Das sind die Projekte, die für uns interessant sind. Wir arbeiten für Großunternehmen, für einige Mittelständler und aber auch für Startups. Und von so viel Machine Learning Dialogen würde ich jetzt gerne überleiten dann zum menschlichen Dialog. Ich würde mich freuen, wenn Sie mit Feedbacks oder Ideen oder Fragen auf mich zukommen. Ich bin noch eine Zeit lang hier auf der Konferenz und ansonsten ganz gerne über LinkedIn. Ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Und bevor Sie jetzt hier von der Bühne runterlaufen, hätte ich noch eine Frage. Wir haben jetzt Anwendungsszenarien gesehen, wo KI auch ganz klar helfen kann in einer Konversation, auch im Bereich psychische Gesundheit. Wie wird das angenommen von den PatientInnen? Bei der psychischen Gesundheit kann ich nur sagen, das ist jetzt noch in einem Testverfahren, das können wir nicht, das können wir noch nicht abschließend sagen. Bei den anderen Sachen, die sind teilweise sehr, sehr offen. Teilweise ist es auch so, auch jetzt Bereich Männergesundheit, dass ich mich einer Maschine leichter offenbare als einem menschlichen Gegenüber. Also es ist nicht per se so, dass ich sage, nee, ich möchte nur mit Menschen sprechen. Auch bei den Senioren war das super interessant, dass die das einfach richtig gerne machen. Weil das ist ja im Diskurs oft das Narrativ, das gesagt wird, Menschen wollen sich ja mit Menschen unterhalten, aber teilweise ist das gar nicht so. Man muss das also differenzieren. Wir lernen da was. Genau. Zum Beispiel bei allem, was mich persönlich sehr, sehr stark betrifft, was mir vielleicht auch ein bisschen peinlich ist, da ist eine Maschine dann oft leichter. Ja, in der Interaktion. Und das heißt, wir haben hier eine ganz neue Generation zu erwarten. Wir reden ja immer von künstlicher Intelligenz bei diesen Sprachmodellen. Ja. Werden wir dann in Zukunft gerade im Gesundheitswesen auch von künstlicher Empathie sprechen? Ja, also das sind die gar nicht so schlecht schon, die Modelle in der künstlichen Empathie. Also wir kämpfen im Moment witzigerweise weniger an der Empathiefront, sondern eher, was ich vorher gezeigt habe, an der faktischen Korrektheit, wo man denken würde, eigentlich ist eine Maschine ja besser in faktischer Korrektheit als Empathie, aber in Wirklichkeit bei den Large Language Models ist es eigentlich andersrum. Das ist so spannend, denn es gibt ja diese interessante Studie, ich glaube, es war sogar Johns Hopkins, hatte der Guardian mal so eine Grafik, wo ausgewertet wurde, Antworten in Reddit-Forum von Ärztinnen und von künstlicher Intelligenz. Und die von künstlicher Intelligenz wurde durchweg als qualitativ hochwertiger betrachtet. Ja. Also wird das auch eine neue Herausforderung könnte sein, dass KI-Antworten so überzeugend klingen, dass wir ihnen vielleicht eher vertrauen. Ja? Das könnte sein, definitiv, ja. Ja. Ja, trotzdem sehr, sehr spannend, ganz sehr toller gerne. Vortrag. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diesen tollen Input und zum Netzwerken sind Sie ja noch weiter hier. Auf jeden Fall.